Hallo, ich bin Stefan Pahl, Produktmanager für Magura im Fahrradbereich. Ich zeige euch heute unser E-Lect. E-Lect ist unsere neue Dämpfungseinheit für Fahrräder, die man in Gabeln einbauen kann, wo mit Gabeln auch schon ausgerüstet werden. Durch E-Lect ersetze ich die Funktion des normalen Locks aus durch eine elektronische Einheit. Dieses E-Lect kann entweder ganz manuell betätigt werden, so wie die normalen Seilzugsysteme am Markt auch. Die Einheit in der Gabel hat einen sehr kleinen Bauraum, das heißt, sie steht nicht über, sie hat den gleichen Bauraum wie die mechanischen Einheiten auch, sodass dieses System fast nicht auffällt, wobei so eine geballte Intelligenz in dieser Gabel integriert ist. In der Gabel selber ist dieser sogenannte 3D-Sensor, der die Neigung des Fahrrads erkennt, der die Schläge erkennt, der erkennt, ob eine Kante runtergesprungen wird, um somit die Gabel dann während des Runterfahrens, Runterspringens auch wieder zu öffnen, obwohl sie vorher auch blockiert war. Das heißt, das System denkt für einen mit, man hat einen größeren Nutzen, der Fahrer braucht nicht sich um die Gabel zu kümmern, er fährt einfach und kann sich voll auf die Strecke konzentrieren. Ganz interessant ist natürlich auch, das System auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das ist möglich, indem ich das System kalibrieren kann. Je nachdem, wie das Rad in der Ausgangsposition in der Kalibrierstellung positioniert ist, ob das etwas höher bergauf steht, ob das etwas weiter bergab steht, kann ich die Eigenschaften so ändern, dass das System dann auch früher das Lockout wieder schließt, wenn ich bergauf fahre, oder erst beim Bergabfahren das System wieder vollkommen öffnet, beziehungsweise beim Bergauffahren auch noch lange offen lässt, je nachdem, welche Eigenschaften die Strecke hat, wie das Terrain ist und welche Vorlieben ich habe. E-Lect selber, dadurch, dass es auch so klein baut, ist auch sehr leicht. Wir sparen gegenüber der mechanischen Version 15 Gramm. Dadurch, dass ja auch die Kabel wegfallen, die Einheit ist sehr klein, ist in der Gabel integriert und es ist alles sehr aufgeräumt.